Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Wow. Allein für solche Momente lohnt es sich zu leben. Hier war früher mal ein Handelsposten. Aber seit der Abschottung ist er verlassen. Die Abschottung? Ja, so nennt man den Erlass, der vor gut 30 Jahren hier gefällt wurde. Einfach gesagt, wurde durch ihn der Handel mit anderen Ländern stark eingeschränkt. Okay. Eine ziemlich unwirtschaftliche Entscheidung. Aber ungefähr zeitgleich verließ der lichtgeborene Erodan Nerin. Und ich denke, der Orden hatte Angst, dass dasselbe hier auf Endiral auch passiert. Du weißt schon, rebellisches Gedankengut und so weiter und so fort. Mhm. Jedenfalls findet seither Handel auf Endiral nur noch streng kontrolliert im Arter Hafen statt. Und kileanische Gewürze und tiamatraler Wein können sich nur noch die erhabenen Pfade suchen. Okay. Deshalb mussten eine Menge Handelsposten wie der hier oder die Dreiflusswacht dicht gemacht werden. Oh, das klingt nicht gut. Aber die Plünderer freuen sich darüber. Das glaube ich. Interessant. Sieh ruhig selbst nach, wenn du willst. Ansonsten lass uns weitergehen. Es ist noch ein Stück. Okay. Dann wollen wir doch mal da hochgehen. Oh, da sehe ich was. Lehrlingsbuch schwere Rüstung. Und Salz, so kriege ich hier noch. So, wollen wir uns mal die Lehrlingsbücher alle angucken. Welche habe ich denn noch? Alchemie. 1 auf 18 erhöht und die schwere Rüstung noch. 1 auf 17. Und wir haben jetzt wieder einen Erinnerungspunkt freigeschaltet. Ich würde sagen, wumm! Wir gehen mal kurz in unsere Wahrnehmung und werden uns irgendwas freischalten. Müssen wir erstmal gucken. Schatten des Windes. Ich glaube, ja. Was wollen wir denn lernen? Ich wollte ja irgendwas mit Schlösserknacken auf jeden Fall haben. Jetzt ist nur die Frage, Diebeslehrling. Gesellenschlösser sind nun knackbar. Expertenschloss. Eigentlich müsste ich hier tatsächlich höher gehen. Geschickte Hände. Alle Schlösser sind 20% einfacher knackbar und euer Rüstungswert steigt um 5%, wenn ihr einen Bogen ausgerüstet habt. Das klingt eigentlich vernünftig. Feuerpfeil? Gewährt euch eine Handvoll Feuerpfeile, die beim Aufbreiten turnieren und Feuerschaden anrichten. 3 Pfeile verursachen zusätzlich 5 Punkte Feuerschaden. 11 Sekunden Wirkungsdauer. Wow! Da kann ich sogar Feuerpfeile haben? Und hier, da ist das Adlerauge. Ich möchte das Adlerauge haben, tatsächlich. Also müssen wir jetzt erstmal geschickte Hände haben. Wow! Ich sag mal so, in Sachen Magie sind wir eigentlich schon recht gut, aber ich muss jetzt erstmal die anderen Sachen so ein bisschen nach oben pushen. Und wir können ja immer noch die Sachen von der Magie nach oben bringen. Ich meine, das eilt ja hier nicht. Ich meine, wir haben Zeit. Aber ich möchte natürlich auch gerne aus der Ferne, wenn wir mal irgendwie das Problem haben. Fertig? Gut, dann lass uns. Ui! Es hat aufgehört zu regnen. Wow! Das nenne ich wirklich meine Aussicht. Und das sieht aus wie Ark. Ich glaube, das könnte Ark sein. Krass. So, und ich gehe jetzt aber hier erstmal rein. Bergmannshütte entdeckt. Wumm! Ach du Scheiße! So, das war's. Boah, hier waren einfach mal Spinnen drin. Was haben wir denn da? Papierrolle. Weißt du, das ist Buch, ne? Das kann ich mir nie angucken, aber diese blöde Papierrolle. Was liegt denn hier eigentlich alles? Füller? Oh. Spitzhacken, Schuhe. Eine... Ja, die... Steckt ein bisschen sehr im Boden fest. Ich weiß auch nicht. Im Boden der Tatsachen. Genesungstrank. Hier sind sogar ein paar Münzen noch. Ja, Protokollbuch des Handelsposten am Bergpass. Das geht eigentlich noch vom Lesen her. Ich glaube, das werde ich diesmal tatsächlich auch mal vorlesen. Ich gehe mal ein bisschen näher an den Bildschirm. So. Protokollbuch des Handelsposten am Bergpass. Geführt von Liron Mannes, Kommandant des Heiligen Ordens. 20. Tag des Aufbruchs. 8201 nach Sternenfall. Per Erlass der Truchissa Dalveram
werden während der Abwesenheit des Großmeisters alle Handelsposten des Landes um einen weiteren Ordenshüter verstärkt. Händlern nicht-enderälischer Herkunft ist es nicht mehr gestattet, in Gruppen durch das Land zu reisen. Sie sind nunmehr verpflichtet, die Wege zwischen den Häfen und den Handelsposten einzeln in Begleitung eines Hüters und ohne Abschweif zu bereisen. Vor der Aufnahme ihrer Waren an den Handelsposten wird der Inhalt aller Behälter überprüft. Reisende Alchemisten des Ordens sind jederzeit berechtigt, Proben von Naturalia zu untersuchen, sowie Chronisten und Arkanisten des Ordens berechtigt sind, jegliche Schriftstücke auf subversive respektive magische Inhalte zu prüfen. Fünfter Tag der Hungertage 8202 nach Sternfall. Mit sofortiger Wirkung wird auf Geheiß der Dresser jeglicher Handel mit den anderen Kontinenten auf ein Minimum begrenzt und auf die Hafendistrikte von Ark und Dünenheim beschränkt. Der Handelsposten am Bergpass ist wie alle Handelsposten des Binnenlandes innerhalb eines Mondes aufzulösen. Gelagerte Ware einheimischer Händler wird diesen ausgehändigt. In Kommission hinterlassene Güter nicht-enderälischer Händler gehen, so sie nicht binnen dieser Frist reklamiert werden, in den Besitz des Heiligen Ordens über und werden, sofern sie einen angemessenen Verkaufswert besitzen, in die Lager von Ark verbracht. Alle übrigen Waren und das Mobiliar sind im Handelsposten zurückzulassen und die Eingänge zu versiegeln. Achter Tag des goldenen Mondes 8205 nach Sternfall. Kommandant Mannes hat den Handelsposten in Begleitung dreier Ordenshüter und zweier Prospektoren aufgesucht, um dort das Vorkommen von Rohstoffen zu erinnern. Der Posten wurde aufgebrochen und geplündert, vorgefunden. Zwei Wegelose, die ihr Lager im Gebäude errichtet hatten, wurden in die Arker Unterstadt umquartiert. Von den Kellerräumen aus wurde von den Prospektoren das Vorkommen von Eisen unter dem Berg festgestellt. 17. Tag des ersten Ernte 8205 nach Sternfall. Der ersten Ernte, so heißt es. Unter Aufsicht von Kommandant Mannes wird der ehemalige Handelsposten mit Arbeitskräften aus der Unterstadt ab sofort zur Förderung von Eisenerz ausgebaut und unter dem Namen Felsennebelmine geführt. Das gewonnene Erz wird zu einem Teil nach Flussheim und zu drei Teilen nach Ark transportiert. Zweiter Tag des Spatenstichs. Oh Gott. 8224 nach Sternfall. Nach dem Einsturz des Hauptschachtes der Felsennebelmine wird dies als Förderstätte aufgegeben. Nur die wertvollsten und nötigsten Gegenstände sind aus der Mine mitzunehmen. Überlebende Bergarbeiter werden in die Pechgrube nach Ark verlegt. Kommandant Mannes wird, sofern die Apothekari des Ordens seine Verletzungen erfolgreich zu heilen vermögen, ehrenvoll in den Ruhestand versetzt. Ach du Schande. Wenn man sich das jetzt hier mal so durch den Kopf gehen lässt, ich nehme mal gerade das Mikrofon wieder zurück und setze mich richtig hin. Wenn man das hier mal so richtig durchliest, war das eigentlich ein schöner Handelsposten. Und, ich nehme das jetzt mal mit den Ausdauerfestigungstrank. Hui. Gift des Leidens und silberner Kerzenständer. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Also, das war hier erstmal ein Handelsposten. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Zoll. Rolle des Onnes Schlüssel? Und du siehst Schlüssel. Cool, da kann ich Gesellen Sachen wahrscheinlich mit aufmachen. Und dann wurde das hier zu einer Mine umgebaut und wahrscheinlich kommen wir da nicht mehr hin. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir da noch hinkommen, aber dann ist das hier tatsächlich alles zusammengefallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir noch in diese Mine kommen. Würde mich jedenfalls freuen, wenn wir das könnten. Magisches Symbol. Bams! Jetzt haben wir schon das fünfte von 100. Sehr cool.
Und da ist Frost an der Tür. Fertig? Gut, dann ja, ich bin weiter. Fertig. Also ich bin mal gespannt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir da irgendwie in diese Mine kämen. Weil da gibt es ja bestimmt noch Eisen. Könnte ich mir vorstellen. Was? Mensch, das ist ja sehr einladend hier mit diesem Totem. Ifichi heißen die Dinger, ne? Ja, Ifichi. Oh. Hier hat jemand ein Lager gehabt. Was ist da drin? Auch der Ausdauerflusstrank. Und ein Lebensflusstrank. Aber irgendwie nichts Geldbewegendes. Na gut. Dann lass uns hier mal weiterreisen und wir gehen so langsam in das Land des Winters. Und da sind Wölfe. Bams! So. Das haben wir doch mal geschafft. Was hat der denn da verloren? Tagebuch. Ich war Abenteurer. Aber ich bekam einen Pfeil durch das Knie. Das ist ein Insider, wenn man Skyrim gespielt hat. Ich war Abenteurer, aber ich bekam einen Pfeil durch das Knie. Und dann war die Abenteurerkarriere dahin. Und hier sieht man, er ist auch ganz schön tot. Er bekam einen Pfeil. Das sind alte Eisenpfeile. Achso, davon habe ich ja so viele. Hier liegen so viele. Und wenn man da einen Pfeil immer ins Knie gekriegt hat, ne? Das war ja so die Hauptgeschichte von den ganzen Soldaten, die ja irgendwie in Himmelsrand unterwegs waren. Die ganzen Wachen waren immer vorher Abenteurer und haben dann irgendwann mal einen Pfeil durchs Knie gekriegt. Und dann sind sie plötzlich zur Wache geworden. Weil sie sich halt diese Abenteuer nicht mehr leisten konnten. Weil sie halt nicht mehr so weit laufen konnten oder was auch immer. Was weiß ich. So, noch ein Lebensflusstrank. Mhm. Huch! Warte mal, können wir mit Jesper reden? Was denkst du zu den derzeitigen Geschehnissen? Zu den lebenden Toten, den wilden Vatyren und den wahnsinnig werdenden Menschen, meinst du? Ah, dieses Land hat schon bessere Zeiten gesehen, das steht fest. Aber wenigstens passiert ja mal etwas. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Wenn du meinst. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Wow. Schick. Und hier ist auf jeden Fall das etwas glatt. Da unten läuft irgendwas und das sieht aus wie ein Wolf. Naja, ich bin mal gespannt. Ob wir da unten... Was ist denn hier oben? Da liegt tatsächlich was, oder? Nö. Doch, da oben ist was. Boah, es lohnt sich immer zu gucken, wo was sein könnte. Und da liegt sogar ein Buch drauf. 62. Leichte Rüstung. Geil. So. 1 auf 17. Haben wir jetzt die leichte Rüstung erhöht. Und ich erinnere mich an diese Stelle. Es ist so, als wäre es gestern gewesen. So erzählt uns die Musik jedenfalls das Geschehen ist. Einen Wund... Hey, ihr da! Könntet ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Mein Bruder Ulver frisst sich drüben im Wald die Hucke voll. Während ich Idiot an der Brücke Wache schieben muss, weil die Banditen jeden Moment kommen. Okay. Sagt ihm, der soll seinen fetten Hintern aufschwingen und sich auf die Jagd machen. Deshalb sind wir hier. Gestartet, Bruder. Zwist. Rüber dazu bringen, Boonwa bei der Jagd zu helfen. Und willkommen beim früheren WhatsApp. Wir sind jedenfalls wie eine Taube und laufen immer hin und her. Guten Tag, Ulva. Was wollt ihr? Haut ab, hier gibt's nichts. Euer Bruder schickt mich. Ihr sollt ihm bei der Jagd helfen. Ach, sagt ihr das? Dann hört mir mal gut zu. Seit wir von Ark zur Jagd aufgebrochen sind, macht der nichts anderes, als sich die Hucke voll zu saufen. Uiuiui. Bis er wieder trocken ist, bewege ich mich keinen Fingerbreit von dir. Richtet ihm das aus. Okay. Dann machen wir das doch.
davon überzeugen, nicht so tief in die Flasche zu schauen. Oh, hier ist einfach mal ein Fasan. Kreil. Kreil, sage ich jetzt schon. Ich kann nicht mehr richtig reden. Es liegt daran, weil wir halt WhatsApp sind. Guten Tag. Ja, schön, dass du mich so weit wegdrücken kannst. Ulva sagt, ihr tut den ganzen Tag nichts anderes, als euch die Hucke voll zu saufen und solltet erstmal ausnüchtern. Ist dieser Vatürensohn dann noch zu retten? Sagt ihm, er soll nicht so großspurig auffahren und seinen Arsch hierher bewegen. Na gut, Ulva sagen, dass Bunva sagt, dass er groß... Was weiß ich, steht hier irgendwas Cooles? Ja, hier steht tatsächlich auf dem Pass durch den Grosch... Nochmal, auf dem Pass durch die Groschenstraße führt... traf ich einen Mann namens Ulva, der sich augenscheinlich im Streit mit seinem Bruder Bunva befindet. Er will, dass ich den Konflikt für ihn löse. Aber Bunva hat uns doch angesprochen und Ulva ist ja da oben. Ich verstehe es nicht. Irgendwie ist der Text ein bisschen falsch geschrieben. Egal. Dann gehen wir hier wieder hin. Guten Tag. Bunva meint, ihr sollt mal nicht so großspurig auffahren und euren Arsch zu ihm bewegen. Ah ja, soll ich das? Und sagt ihm mal, dass mich, was er will, so viel interessiert wie die Arschhaare eines nackten Tieres. Dass Ulva gesagt hat, dass er ein Aufschneider ist. Ulva sagt, was ihr wollt, interessiert ihn so sehr wie die Arschhaare eines nackten Valtüren. Jetzt reicht's. Haut ihm für mich eine über. Ich halte mich da raus. Haut ihm selber eine über, wenn euer Seelenfrieden davon abhängt. Das werde ich auch. Ulva, jetzt werde ich's dir zeigen. Beim weisen Eremiten, was für Idioten. Herzlich willkommen in Enderal, mein Schön. Dann wollen wir den mal kurz warnen. Mistkerl, verdammter. Ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Was machen die denn da jetzt? Sind die denn verrückt? Das sind typisch zwei Brüder. Wer gewinnt? Der Besoffene oder der... Ah ja. Okay, das war's. Na, das hat sich ja gelohnt. Ich krieg noch nicht mal eine Belohnung. Ich will mal wissen, was da in der Truhe ist. Oh, nur Vorräte. Na gut, dann gehe ich halt. Aber diese Szene finde ich echt gut. Und ich glaube, hier wird langsam Winter. Vielleicht fliegt hier auch gleich noch der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten vorbei. Man weiß es nicht. Ah ja. Ich sehe jedenfalls schon mal das Viech, was wir gesehen haben. Bams! Oh! Der fliegt auch so schön weit. Das haben wir jedenfalls mal geschafft. Was haben wir denn da? Ein Boot? Das haben wir von da oben gesehen und da ist auch noch irgendwas. Das sieht aus wie Heilwurz. Frosthauch. Hä? Was ist das denn? Verlorener Wildmagier. Hilfe!
Ich hab ein Problem. Alter. Der hat aber echt, wahnsinnig guten Schuss drauf. Feuerblitz, Flammenbiss, wo ist der Kettenblitz? Hier ist er. Jetzt muss ich allerdings mal... erstmal Mana. Und ich muss auch mal eben... Na? Du willst jetzt richtig sterben, was? Bams! Nein! Weg ist er. So, jetzt ist nur noch Elektroplasma übrig geblieben. Wow! Was denn jetzt passiert? Die Robe hat jedenfalls gerade eine Explosion ausgelöst. Sehr cool. Gibt's da hinten noch irgendwas? Die Toten vergessen hier jedenfalls nicht. Wie wir aus dem Intro gelernt haben. Was ist das hier? Achso, das ist einfach nur mein Ast im Wasser. So. Dann wollen wir jetzt mal wieder auf den Weg. Und gehen da jetzt erstmal ganz normal weiter. Okay, das ist doch kein Heilwurz. Das sah einfach nur so aus. Hier gibt es ein paar... Oh! Da sieht es so aus, als ob es da wieder wärmer wird nach da unten hin. Und da ist auch eine coole Brücke. Und mein Telefon klingelt gerade. Ich weiß nicht warum. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder zurück hier. Bei Enderal und vor allem Dingen hier auf dieser schönen, schicken Brücke. Ich muss dazu sagen, es war ein etwas größerer Cut hier zwischen. Für mich sind jetzt mittlerweile 6 Tage vergangen, weil dieser Anruf war sehr wichtig und da konnte ich dann leider nicht mehr aufnehmen danach. Aber ey, was soll jetzt? Ich glaube, ich sollte das Telefon in nächster Zeit echt mal auf stumm schalten, weil irgendwie bei jeder Aufnahme habe ich im Moment das Problem, dass irgendwas passiert und jetzt vibriert mein Handy. Was ist denn hier kaputt? Immer wenn ich aufnehme, ey. Achso, das war einfach nur eine Twitter-Benachrichtigung. So, hier gleich mal auf stumm schalten, wegpacken und freuen, dass das Handy jetzt still ist. Ich habe es auch umgedreht, dass ich nicht sehe, dass jemand anruft. So, Engerlings Schirmling. Da haben wir ihn. Und hier haben wir noch ein paar Engerlings Schirmlinge. Yippie. Wir haben genug. Und hier liegt ein... Das freut dich, ne? Das freut dich, den da zu sehen. Dass du den Tod ins Auge blicken kannst, was? Komm mir nicht zu nah. Ein sehr, beängstigender Typ. Meine Güte, ist das ein schwieriges Wort, wenn man das versucht zu sagen. So, Eisenerz nehme ich natürlich mit. Ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht vielleicht mal das Gamepad anschließe. Aber... ich glaube, das könnte dann dafür sorgen, dass ich die ganze Zeit sterbe, weil ich es halt nicht gewohnt bin, mit dem Controller zu spielen. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich es vielleicht mal probieren soll, weil dann sind hier vor allen Dingen diese Übergänge, wenn ich jetzt hier so gucke, sind dann etwas weicher, dann ist das nicht so... Verstehst du? Wegen dem Hin und Her. So. Oh. Irgendwas ist hier gerade passiert. Ach so. Der da oben ist aber mutig. Warte mal, welche Taste war denn das? Die Taste war's. Den habe ich nicht getroffen. Ich glaube, ich muss höher schießen. Ja, ich habe ihn erwischt. Boah, dass ich den überhaupt treffe. 1,5 Schaden. Ha! Wieso läuft denn der jetzt weg? Ich habe so das Gefühl, wir könnten hier unten gleich Besuch kriegen. Irgendwie leckt es hier gerade so ganz leicht. Ah ja,
Hier ist also Lagerfeuer. Ob die hier wohl gleich runterkommen? Ich hab's irgendwie so im Gefühl. Beim Arsch des Propheten? Hast du das... Boah! Oh! Ich finde das nicht okay, dass du alle abschnetzelst. Hallo! Lass mir doch mal was über! Dieser Typ, ne? So, der stürzt ab. Ist ja schön, dass die ganzen Leichen da unten im Fluss liegen. Hast du sehr gut gemacht, Jesper. Na gut, erstmal hier die ganzen Sachen einsammeln. Ich muss ja sowieso gleich mal gucken, dass ich da unten irgendwie die Leichen noch weghole. Hoch! Jetzt habe ich den Langbogen eingepackt. Wollte ich eigentlich nicht. Oh, hier liegt ja auch einer. Aber wir haben immerhin ein paar vernichten können mit unseren Blitz. Alter! Hau ab! Ich bin hier! Er drückt mich hier mitten auf die Kiste! Ist er denn krank? Der Typ bedrängt mich! Uah! Herkommen! Hierhin, bei Fuß! Und ich kann ihn hier nicht mal abstellen. Aber immerhin drückt er mich jetzt nicht nochmal weg. Ein Dietrich nehmen. Hier sind dann sogar Mana-Trank, Wein. Zerstörtes Buch. Das ist natürlich wieder sehr gut. Totes Wissen. Sie liegen da noch. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ist nett. Die haben aber auf jeden Fall ganz schön gesoffen hier, weil hier so viele leere Weinflaschen sind. Allgemeiner Seelenstein, Orle der Seelenfalle. Hier ist sogar wieder eine Tampfwurzel. Ne? Die Trumpwurzel. Alter, er drückt mich schon wieder weg. So, Wacholderbeeren. Gift des Leidens. Spinderstock. Was ist denn ein Spinderstock? Ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach mal mit, genauso wie den Knoblauch. Ich werde bestimmt irgendwas übersehen. Ich habe es irgendwie so im Gefühl. Was ist das? Ein geografischer Überblick. Ich nehme das mal mit. Da oben wird bestimmt auch noch was sein. Ah ja. Ein bisschen Lauch. So, und hier ist was für den Lehrling in uns. Etwas aufzuknacken. Und das hat ja super funktioniert. Was haben wir drin? 51 Groschen. Wow! Ich kann mir endlich mal ein Brot leisten. Was sind das? Ersatzteile? Nehme ich mit. So, was haben wir hier? Ahnen rufen. Will ich das denn? Ich habe es jetzt zwar eingesteckt, aber will ich denn meine Ahnen rufen? Ja, da guckst du richtig. Ich glaube, das könnte böse enden, wenn ich meine Ahnen rufe, weil die sind ja genauso bescheuert wie ich. Okay, nehme die Trommel. Die nehme ich mal mit, weil wir könnten uns vielleicht mal was vortrommeln. Hier ist ein Geldbeutel, der irgendwie nichts beinhaltet hat. Das ist sehr gut. Hier wollten sie anscheinend ein Lagerfeuer anmachen, weil hier so viele Bücher sind. Ist hier irgendwas versteckt? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Jesper mich immer noch verfolgt und mir am Arsch klebt. Ich habe bestimmt irgendwo einen Magneten. Oh, Stahlpfeile. Ein Jagdbogen. Sofort nehmen. Der wird bestimmt besser sein. Bericht eines unbekannten Reisenden, Band 1. Wie viel Seiten hat das Ding? Oh Gott. Also wir müssen uns irgendwann mal ein Buch vorknöpfen. Und ich glaube, das wird eine ganze Folge füllen. So schnell wie ich lese. Ich glaube, dann höre ich es hier sogar schnarchen, wenn ihr euch diese Folge anguckt. Also... Alter, wie viele Seiten! Ich habe es gerade nicht gezählt, aber guck mal, wie viele Seiten das sind! Halleluja! Aber da könnten wir vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen uns erarbeiten. Ich glaube, diese Folge, wenn ich die wirklich vorlesen sollte, dann mache ich da eine einzelne raus, die man auch gerne überspringen kann. Und da werde ich dann aber... Die wird dann kürzer sein als normal. Weil ich muss ja irgendwie die Folgen füllen. Oh, Eispranke.
Die wird dann kürzer sein, aber dann werden es halt mal 2 Folgen am Tag. Aber dadurch ist das eine halt nur reines Vorlesen. Dann kann man die sehr gut überspringen. Dann muss man sich das nämlich nicht antun. Ich glaube, so könnte ich das machen tatsächlich. Und schreibt dann in den Titel, was ich vorlese. Oder was wir lesen.